Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Abendmahl-Gottesdienst am grünen Donnerstag. Dieser Abend ist anders. Er ist anders als andere Abende. Er steht im Zeichen des Erinnerns. Wir erinnern uns an Jesu letzten Abend, sein letztes Zusammensein mit seinen Lieben. Und wir erinnern uns an sein Vermächtnis. Sein Vermächtnis, das Abendmahl, das verbindet uns bis heute mit ihm. Und bis heute ist Jesu spürbar, ist seine Gegenwart ganz deutlich, wenn wir uns mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heils stärken. Wir wollen uns also erinnern, wie Jesus dieses Abendmahl einsetzte. Damals, zu Beginn des Passafests, feierte Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern die Sederfeier. Auch diese Feier ist eine Erinnerungsfeier. Sie hält die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an das Ende der Sklaverei wach. Und bis heute feiern jüdische Familien dieses Fest. Gestern Abend war es soweit. Und wir wollen heute Elemente aus dieser Sederfeier aufnehmen. So verbindet uns und unser Abendmahl mit den Wurzeln des Gottesvolkes und mit Jesus, der sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, tut ihr das zu meinem Gedächtnis. Wir wollen heute also auch nach jüdischem Brauch zu Beginn des Festes 7 Kerzen entzünden und wir werden in alter Tradition den Lichtersegen sprechen. Der Spruch des Tages heute kommt auch aus dem Alten Testament, aus Psalm 111 und er heißt, er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Und wir singen das erste Lied, Nummer 213. Thank you.
Wir entzünden jetzt die 7 Kerzen. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Gottesdienst heute mit unserem Gemeindepraktikanten Till Obermeier auch feiern darf. Er ist heute den allerletzten Tag da. Morgen geht es zurück nach Deutschland und schön, dass wir den Gottesdienst gemeinsam feiern. Wir loben dich, Herr, unser Gott, König des Himmels und der Erde, dass du uns das Licht des Festes scheinen lässt. Es soll uns leuchten bei Tag und bei Nacht. Es soll uns erfreuen zu jeder Zeit. Es soll uns begleiten an jedem Ort. Es soll durch uns weiter leuchten zu allen Menschen. Und gemeinsam mit allen, die die Sederfeier begehen, sprechen wir die Worte aus dem alten Psalm. Ich bitte diejenigen, die heute am grünen Donnerstag schon etwas Grünes gegessen haben, mit mir zu beginnen. Alle anderen lesen die eingerückten Verse. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freund daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Amen. Herr, du wolltest uns bereiten. Liebe Gemeinde, morgen schon ist alles vorbei. Einmal noch mit den Lieben zusammensitzen, einmal noch genießen, einmal noch essen und trinken, ein letztes Mal. Denn morgen ist alles vorbei. So oder so ähnlich muss Jesus sich gefühlt haben, als er am Vorabend des Passafestes zum allerletzten Mal mit seinen Lieben zusammensaß.
Eine Henkersmahlzeit war es. Seine Henkersmahlzeit. Denn er wusste, was kommen würde. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihre Henkersmahlzeit. Was würde es zu essen geben? Und wer wäre dabei? Wer nicht? Und warum? Stellen Sie sich vor, Sie könnten 12 Menschen zu einem wichtigen Abendessen einladen. Die 12 müssen nicht mehr am Leben sein. Einfach 12 Menschen, die für Sie von Bedeutung sind. Welche 12 sind das? Wäre Jesus dabei? Sind es Ihre Liebsten, die Sie gern haben, die Ihnen vertraut sind? Sind Menschen dabei, die Sie schon einmal enttäuscht haben? Menschen, die Sie verletzt haben? Sind Menschen dabei, mit denen Sie noch etwas klären wollen? Haben Sie Ihren Gästen etwas zu sagen? Eine Rede? Etwas, das sich alle von Ihnen unbedingt merken sollten, das Ihnen im Gedächtnis bleiben soll? Und was wäre das? Was soll von Ihnen bleiben? Was wären Ihre letzten Worte?
Vieles von dem, was Jesus bei seinem letzten Mahl tat und was er sagte, ist geblieben. Es hat bis heute Bestand und es wird immer wieder lebendig und wirksam, wenn wir Abendmahl feiern. Heute Abend rücken also Jesu letzten Stunden in den Mittelpunkt, seine Henkersmahlzeit, das letzte Abendmahl. Wir denken daran, wie Jesus bei seinem Abschiedsmahl den Seinen die Füße gewaschen hat, als Zeichen der Liebe. Er hat das Brot gebrochen, das Dankgebet gesprochen und hat es an seine Jüngerinnen und Jünger verteilt mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er auch den Kelch mit Wein, hat über ihm das Dankgebet gesprochen, ihn weitergereicht und gesagt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus hat uns an diesem Abend aufgefordert, uns zu erinnern und es ihm gleich zu tun. Die Gemeinschaft, die Gastfreundschaft, das gemeinsame Essen und Trinken im Sakrament, aber auch darüber hinaus, das sind bis heute Wesenszeichen der Kirche. Und gerade die Gastfreundschaft ist ein so hohes Gut, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wir finden in der Bibel ganz besondere, sonderbare Situationen von Gastfreundschaft. Abraham und Sarah zum Beispiel. Sie beherbergen drei Männer und im Gespräch mit ihnen redet Gott selbst mit. Er kündigt ihnen die Geburt eines Kindes an und kurz darauf wird die Ankündigung wahr. Gastfreundschaft ermöglicht Gespräche, die mehr sind als das, was sie auf den ersten Blick scheinen. In der Begegnung mit Fremden eröffnen sich neue Horizonte, neue Lebensperspektiven kommen hinzu. Man fasst manchmal Mut für Veränderung. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn Abraham die drei Männer abgewiesen hätte? Hätte es eine zweite Chance gegeben? Wir wissen es nicht. Ich denke auch an Jesu Worte. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und als die von ihm Angesprochenen sich gar nicht erinnern können, Jesu je zu Gast gehabt zu haben, sagt er: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gastfreundschaft, liebe Gemeinde, das ist mehr als eine freundliche, mitmenschliche Geste. Es ist mehr als ein Wesenszug der Geselligkeit oder eine soziale Verpflichtung. Gastfreundschaft hat damit zu tun, wie wir uns selbst verstehen und wie wir Glauben deuten. Wenn jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, ein von ihm geliebtes Geschöpf, dann gehört die Gastfreundschaft dazu, dann ist sie eine Selbstverständlichkeit. Ja, Gastfreundschaft sollte eine Selbstverständlichkeit sein, eigentlich. Aber schon in biblischen Zeiten war das nicht so und war das nicht so einfach. Da hat man sich offenbar auch hier und da schwer getan. Man erkennt das daran, dass Gastfreundschaft immer und immer wieder eingefordert und eingemahnt wird. Von Petrus bis Paulus, alle erinnern daran, wie wichtig es ist, Gastfreundschaft zu pflegen. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, liebe Gemeinde, vergesst Gastfreundschaft nicht, sagt uns die Bibel. Und manche Gastfreundschaft, die vergesse ich wirklich nicht. Nämlich die meistens, die mir selbst widerfährt, ganz unverhofft. Da kommt man an ein Haus, möchte eigentlich nur die Tochter vom Playdate mit der Freundin abholen und wird schon in die Küche buxiert. Und es wird eine Flasche Wein aufgemacht und gesagt: Setz dich, komm, es ist Platz hier für dich. Oder die Familie ist gerade beim Essen, man kommt zufällig vorbei und sie rücken zusammen und sagen: Hier ist doch noch Platz, setz dich doch einfach dazu, es reicht für alle. Und plötzlich bist du ganz unverhofft Teil von etwas. Und es entsteht Raum für Gespräche, für Sorgen, für Alltägliches und für Tiefes und für Nähe, die gar nicht geplant war. Es entsteht Raum für eine Stunde unverhoffte Gastfreundschaft, die allen gut tut
und die so viel mehr öffnet als die Wohnungstür. Vergiss die Gastfreundschaft nicht, sagt die Bibel. Ja, vergiss sie nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Seht das Brot, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben. Wen hungert, der komme und esse. Wer sich danach sehnt, der komme und halte Pessa. Dieses Jahr hier, nächstes Jahr in Israel. Dieses Jahr dienstbar, nächstes Jahr frei. Wir loben dich, Herr unser Gott, König des Himmels und der Erde, dass du das Brot aus der Erde hast wachsen lassen. Du schenkst uns diese Stunde, in der wir gemeinsam vom ungesäuerten Brot essen. Es ernähre uns, wenn wir schwach sind. Es stärke uns, wenn wir krank sind. Es helfe uns, wenn wir Angst haben. Es mache uns bereit, mit anderen zu teilen. Es verbinde uns mit allen, die Hunger haben. Wir loben dich, Herr, unser Gott, König des Himmels und der Erde, dass du die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Bei dir ist die Quelle des Lebens und du schenkst uns Kraft und Hoffnung unser Leben lang. In der Liturgie des Pessachfestes erinnern sich jüdische Familien bis heute an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei. Auch wir müssen aufbrechen, immer wieder neu. Vieles dürfen wir hinter uns lassen. Manchmal schauen wir mit Wehmut zurück. Oft aber sind wir dankbar dafür, dass uns die Vergangenheit nicht fesselt und festhält. In der Stille spüren wir dem nach. Ich singe dir mit Herz und Mund.
Wir hören die Lesung, aufgeschrieben bei Matthäus im 26. Kapitel. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen. Amen.
Es ist Nacht, als Jesus verraten wurde. Es geschah nachts. Nacht, das ist Dunkelheit, Finsternis, Unsicherheit, Nacht. Das ist auch die Zeit des Verrats. Jesus nahm das Brot, er brach es und gab es den Seinen. Wir leben vom Brot. Was wirken soll, wird gebrochen. Das Brot wird gebrochen, um es zu verteilen an alle. Christus stillt unseren Hunger, sorgt für Gesundheit, Wohlergehen. Seine Liebe ist Brot für die Welt. Er sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl. Der Kelch ist die Antwort auf unseren Durst. Den Durst nach Leben, nach Güte, nach Verständnis. Jeder darf trinken. Jeden sucht Gott zu stärken, durch Liebe und Vergebung. Jesus sprach das Dankgebet und gab ihnen den Kelch. Er sieht von sich weg und lässt Gottes Willen im Raum. In der Stunde des Verrats lobt er Gott. Jesus schenkt sich ganz und gar den Menschen. So ist Gott zu uns. Aus den vielen Beeren wird ein Erfrischen, das Getränk, aus den verschiedenen Menschen wird die große Gemeinschaft, die Kinder Gottes. Die Erinnerung an diese Nacht ist uns kostbar. Wir lassen uns berühren und gehen vorwärts in den Frieden Gottes, in den Shalom. Er sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr trinken von diesem Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, wenn ich sein werde mit euch in meines Vaters Reich. Er ist das Brot, er ist der Wein. Thank you.
Wir danken dir, himmlischer Vater, für Jesus, deinen Christus, unseren Bruder. In ihm ist Freiheit, in ihm ist Verzeihen, in ihm ist Hoffnung für uns alle. Lass das wahr werden unter uns, wenn wir jetzt das Brot teilen und einander den Kelch reichen. Mit seinen Worten rufen wir dich an als deine Söhne und Töchter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommt, es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern wie immer mit Einzelkelchen, in den roten der Traubensaft, in den weißen der Wein. Thank you.
Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Geht hin in dieser Gewissheit, geht in die Kartage unter dem Segen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Friede sei mit euch. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr werdet bleiben im Hause des Herrn immer da. Geht in dieser Gewissheit in die Kartage. Der Segen Gottes sei mit euch allen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Friede sei mit euch. Thank you.
Wir danken dir, Gott, für die Gemeinschaft mit deinem Volk Israel und mit Jesus, deinem Christus. An seinem Tisch verbindest du uns heute und über diesen Tag hinaus. Wir danken dir für dein Wort und das Mahl der Erinnerung. Gestärkt und erfüllt von deiner Gnade gehen wir zurück in unsere Häuser. Wir bitten dich, wende dich den Menschen zu, die kein täglich Brot und keine Stärkung haben. Mach uns aufmerksam und achtsam, ihnen zu begegnen und das Brot des Lebens weiterzugeben. Amen. Wir enden mit Worten von Andreas Knapp. Gastfreundschaft. Deine Arme weit ausgebreitet zum Empfang, dein Ohr eine Tür, dein Herz ein Haus, dein Haus ein Licht und deine Augen leuchten wie eine ins Fenster gestellte Kerze. Ich wärme mich auf an deinem Blick. Eine Nacht lang findet das einsame Streunen ein Ende an einem gedeckten Tisch. Du hast mich schon immer erwartet, bei dir, endlich angekommen bei mir. Im Aufbruch schaust du mir länger nach, als deine Augen reichen, deine Arme weit ausgebreitet zum Segen. Und bevor wir das letzte Lied singen, das Segenslied vor dem Segen, noch ein paar Abkündigungen. Das war ja nun der Auftakt zu einer ganzen Reihe an Gottesdiensten. Heute war es noch mal ein bisschen fröhlich. Ab morgen sind wir in den K-Tagen, K-Freitag, K-Samstag. Morgen sind 3 Gottesdienste. Früh um 10 halte ich den Gottesdienst, um 15 Uhr zur Sterbestunde mein Kollege Johannes Modes und um 19 Uhr unser Superintendent Matthias Geist. Herzliche Einladung zu einem der 3 Gottesdienste in jedem Fall. Sie können auch zu allen kommen, sie sind alle ganz unterschiedlich. Wir feiern Osternacht am Samstag um 22 Uhr und anschließend gibt es dann auch einen Punsch im Hof und ein bisschen Umtrunk. Da wollen wir dann schon mal die Auferstehung feiern und Ostersonntag dann natürlich richtig um 10 Uhr im großen Ostergottesdienst mit Kindergottesdienst, mit Ostereiersuche und anschließender Jause. Und Ostermontag freuen wir uns ganz sehr, dass unsere ehemalige Pfarrerin Dr. Ines Charlotte Knoll hier mit uns feiert. Sie sehen, es ist viel los und nächste Woche wird es dann ganz fröhlich, das sage ich auch schon mal an, wenn Sie Kinder oder Enkelkinder haben. Wir feiern am 16. April Tauferinnerungsgottesdienst. Da wollen wir uns alle an unsere Taufe erinnern und es kommt Thomas Brezina, der ja unendlich viele Bücher geschrieben hat, darunter eine Bibel in Reimen und aus der wird er lesen und es gibt einen Elterntag mit sehr vielen schönen Stationen und sehr vielen Tipps für Eltern, Großeltern und alle, die das werden wollen. Wir singen das letzte Lied. Thank you.
Geht unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.